Okay, eine Sache hatten wir noch vergessen. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, ich könnte jetzt hier auch den Tim Otterbach entsprechend anrufen. Was man übrigens noch wissen muss, ist, also der Teams-Bereich, wo eure Kinder drin arbeiten, der ist offenbar so eingerichtet, dass die Kinder auch nur untereinander kommunizieren können. Also was ich zum Beispiel nicht machen kann, ist, ich habe ja auch einen Teams-Account von der Arbeit. Und ich kann mit meinem Teams-Account von der Arbeit meine Tochter auf diesem Grundschul-Account nicht anrufen. Und ich kann auch mit der nicht chatten. Also das haben die schon ganz gut eingerichtet, dass auch wirklich da die Klasse unter sich bleibt. Aber was ich jetzt hier machen kann, ist, weil ich ja hier auf diesem Test-Account von meinem Arbeitgeber bin, hier kann ich den Tim Otterbach-Test-Account, den kann ich sehr wohl anrufen. Ja, und da kann ich also hier entweder auf den Also ich kann ja einfach auf den Namen klicken im Chat und kann dann halt hier einen Videoanruf starten. Jetzt fragt er mich hier nochmal, ob Teams wirklich Zugriff auf die Kamera haben soll. Muss er natürlich haben. Zulassen auf Teams Audio muss er auch haben. Ja. Und dann klingelt es auch schon und dann sieht man mich jetzt hier im Display. Ich heb jetzt mal ab. Jetzt will ich hoffen, dass es keine Rückkopplung gibt. Sieht gut aus, aber ich habe hier kein Bild, sehe ich gerade. Warum habe ich hier kein Bild? Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Ach so, der hier hat kein Video aktiviert. So, zack. So, jetzt sieht man unser Gemüllzimmer hier. Gut, das ist jetzt also der Anruf von dem Tim Otterbach und so würde das dann entsprechend aussehen. Wenn jetzt mehrere Leute dazukommen, dann ist das halt so, dass sich dann hier so Kacheln bilden, das kennt man dann von Zoom oder auch von Skype und dergleichen. So, legen wir aber auch wieder auf. Anruf beendet. So, genau. Gut, wie gesagt, ich wollte nicht so sehr in Teams einsteigen, aber das wollte ich gerade noch kurz gezeigt haben.